Am 25. Juni haben Einheiten der türkischen Polizei die Zentrale des Gewerkschaftsverbandes, des öffentlichen Dienstes in Ankara und weiteren Städten durchsucht. Insgesamt wurden hierbei 71 Gewerkschafterinnen festgenommen. Diese jüngste Verhaftungswelle gilt als größte antigewerkschaftliche Operation in der Geschichte der Türkei. Betroffen sind unter anderem der KESK-Vorsitzende Lami Özgen, der mittlerweile schon freigelassen worden ist, Vorstandsmitglieder der Lehrergewerkschaft sowie der Gewerkschaft der Kommunalangestellten. Die Betroffenen wurden auf Grundlage des sogenannten Antiterrorgesetzes festgenommen. Ihnen wird eine Unterstützung der Union der Gemeinschaften Kurdistans, eines Dachverbandes des verbotenen Arbeiterparteis Kurdistan, vorgeworfen. Unter dem Vorwurf der KJK-Mitgliedschaft wurden in den letzten 3 Jahren bereits 8000 Politikerinnen, Aktivistinnen und in Untersuchungshaft darunter 33 Bürgermeisterinnen, 6 Parlamentsabgeordnete, 40 Gewerkschafterinnen, hunderte Schülerinnen und Schüler und Studentinnen, Dutzende Journalistinnen, Rechtsanwältinnen, Intellektuelle und Frauenaktivisten festgenommen. Die oppositionelle Nachrichtenagentur Etkin Haber Ajansı, die linksorientierten Zeitungen Atılım und Özgür Gelecek sowie die Sozialistische Partei der Unterdrückten waren unter anderem Ziele der Razzien. Viele ihrer Mitarbeiterinnen und Funktionäre wurden festgenommen und sind immer noch in Haft. Als die AKP-Regierung 2002 an die Macht kam, gab es 60.000 Inhaftierte. Heute sind es immer mehr als 130.000. Die Repression der islamisch-konservativen AKP-Regierung gegen Gewerkschafterinnen, Arbeiterinnen, linke Organisationen sowie die kurdische Befreiungsbewegung in der Türkei haben sich in den letzten Wochen massiv verschärft. Die Verhaftungswelle gegen Andersdenkende nimmt kein Ende. Die Türkei droht, ein Freiluftgefängnis zu werden. Diejenigen, welche die legitimen Forderungen der Kurdinnen zum Ausdruck bringen, an Protesten für Freiheit, Demokratie und Frieden teilnehmen und die repressive Politik des Staates kritisieren, sind ein Dorn im Auge des AKP-Regimes. Laut Jahresbericht über die Verletzung von gewerkschaftlichen Rechten des Internationalen Gewerkschaftsbundes rangiert die Türkei bei Einschränkungen von gewerkschaftlichen Rechten auf Platz 1 in Europa. Zudem wollte ich jetzt einen kleinen Abschnitt aus der Erklärung der KESK zu den Festnahmen vorlesen. Darin heißt es: Wir werden als KESK trotz aller Unterdrückung und Repression des Staates nicht schweigen. Ihre Versuche, von uns unserem gerechten Kampf abzuhalten, werden scheitern. Wir werden unseren Weg fortführen, unserer historischen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Wir werden niemals von unserer Forderung nach einer gerechten und freiheitlichen Türkei, in der Frieden herrscht, abrücken. Sie rufen: Wir halten nicht und fahren fort auf unserem Weg. Und wir begegnen dem, wir resignieren nicht und leisten weiter Widerstand. Und diesen Widerstand leisten wir mit all unseren Freundinnen und Genossen. Wir rufen dazu auf, die menschenfeindliche und antidemokratische Unterdrückungspolitik der AKP-Regierung zu verurteilen. Nicht nur aufgrund der engen wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit der Türkei und der BRD sollten auch Arbeitnehmerinnen über Ländergrenzen hinweg gemeinsam ihre Rechte vertreten und praktische Solidarität ausüben können. Razzien und Festnahmewellen gegen Gewerkschaften und linke Organisationen, die auf diese oder ähnliche Weise tagtäglich in zahlreichen Ländern der Welt stattfinden, verfolgen immer dasselbe Ziel. Und zwar: Arbeitnehmerinnen sollen eingeschüchtert und davon abgehalten werden, von ihren Rechten Gebrauch zu machen und für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu kämpfen. Hiergegen gilt es, gemeinsam und international Widerstand zu organisieren. Wir fordern die sofortige Freilassung der Inhaftierten, ein Ende der Repressionen gegenüber der KESK, die Aufhebung der unwürdigen Gerichtsurteile gegen Gewerkschafterinnen. Danke.